So, ich glaube, wir haben jetzt 13.30 Uhr und damit können wir mit dieser Pressekonferenz beginnen, die unter dem Titel steht: Schule in Pandemiezeiten, Vorstellung der neuen S3-Leitlinie, Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in den Schulen. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hauptthema dieser Pressekonferenz soll natürlich die Vorstellung dieser Handlungsempfehlung sein. Die Bundesministerin wird am Ende aber noch etwas zu der Frage sagen, ob es Programme für Schülerinnen und Schüler geben sollte, die durch die Pandemie besondere Nachteile erleiden oder erlitten haben. Aber zunächst einmal zu der Handlungsempfehlung, und ich will kurz einleiten. Diese Handlungsempfehlung ist ja nach einem breiten Konsultationsprozess entstanden von 36 Fachgesellschaften und weiterer Organisationen. Und das spiegelt sich nun auch in der Reihe der Gesprächspartner wieder, die wir heute hier ganz herzlich, ja virtuell, begrüßen können. Und ich darf Sie vorstellen in der Reihenfolge, wie Sie denn nachher zu uns sprechen oder uns zur Verfügung stehen. Zunächst einmal ein herzliches Willkommen an Sie, Frau Monika Nothakerl. Sie repräsentieren die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften und werden uns nachher bestimmt darüber etwas sagen. Sie haben den Prozess der Entstehung dieser Handlungsempfehlung begleitet und moderiert und werden uns dazu einen kurzen Einblick geben. Ein herzliches Willkommen nach München an Sie, liebe Frau Professorin Rehfuß. Sie sind Leiterin des Lehrstuhls für Public Health und Versorgungsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie haben den Prozess koordiniert und werden uns aber auch den Aspekt der Notwendigkeit einer Kohortenbildung und je nach Infektionslage angezeigten Mischung zwischen Präsenz und Distanzlernen etwas sagen und die entsprechenden Empfehlungen vorstellen. Ein herzliches Willkommen auch an Sie, Frau Professorin Grill. Sie sind Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie. Immer noch ein schwieriges Wort, auch nach einem Jahr Pandemie. Sie sind auch in München beheimatet und Sie werden uns den Aspekt, der auch in der Handlungsempfehlung natürlich behandelt wird, erläutern, wie das Maskentragen in den Schulen dazu beitragen, Infektionen zu verhindern. Ein herzliches Hallo auch an Sie, Frau Professorin Krägelow-Mann. Sie sind Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Sie werden wiederum über die Empfehlungen berichten, und zwar unter dem Aspekt, wie mit Schülerinnen und Schülern umzugehen ist, die Krankheitssymptome haben, in der Schule erscheinen, aber auch wie in den Schulen man sich in Hinblick auf die Kinder verhalten soll, die nachweislich mit Corona-positiven Personen in Kontakt waren. Wir freuen uns darauf. Und für Nachfragen stehen uns drei weitere Gesprächspartner zur Verfügung, die ich jetzt auch schon an dieser Stelle gerne vorstellen möchte. Herzlich willkommen, Frau Professorin de Bock, und Sie sind die Leiterin für frühe Prävention und Gesundheitsförderung an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Und Sie werden uns oder können uns über den Aspekt bei Nachfragen berichten, wie die Kinder oder die Eltern den Schulweg der Schülerinnen und Schüler am besten gestalten sollten, oder beziehungsweise die staatlichen Institutionen oder die kommunalen Institutionen. Herzlich willkommen, Frau Professorin Herr. Sie sind Präsidentin der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin, und Sie könnten uns berichten über die Vorschläge zum Lüften und der Luftreinigung. Auch darüber ist ja in der Vergangenheit viel diskutiert worden. Und last but not least, ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Professor Hübner. Sie sind Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektologie, und Sie könnten etwas
Allgemeines zu dem Infektionsgeschehen bei Kindern sagen. Auch darüber ist ja in der Vergangenheit sehr viel diskutiert worden. So, eine lange Vorstellung. Nochmal herzlich willkommen. Und die Bundesministerin wird jetzt mit ihrem Eingangsstatement beginnen. Bitte schön. Ja, erstmal auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute uns hier zu doch einem ziemlich wichtigen Thema in diesen Tagen zusammenfinden. Denn nunmehr sind seit ungefähr 6 Wochen die Türen der Schulen ja weitgehend geschlossen und die meisten der 8,3 Millionen Kinder bei uns im Land können derzeit eben nicht mit ihren Kolleginnen und Kollegen, mit Schülerinnen und Schülern zusammen zur Schule gehen. Die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen bleibt aus in diesen Tagen und das bedeutet im Gegenzug dafür, dass unter Homeschooling im Moment alle Eltern eine gigantische Aufgabe haben und dass sie auch wirklich eine große zusätzliche Belastung stemmen. Lehrerinnen und Lehrer geben auch in diesen Tagen ihr Bestes, ihren Unterricht digital zu gestalten und dabei eben auch den Kontakt mit Schülerinnen und Schülern aufrechtzuerhalten. Und deswegen lassen Sie mich, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, einmal ganz herzlich Danke sagen. Denn wir wissen, was wir Ihnen damit zumuten, was das als Gesellschaft für uns bedeutet. Und deswegen will ich das an dieser Stelle nochmal ganz klar anerkennen und Ihnen eben auch meine Anerkennung für die Aufgabe und für auch diese Zusatzbelastung, die Sie in diesen Tagen haben, anerkennen. Und je länger der Zustand der geschlossenen Schulen und auch die vielen anderen Einschränkungen in unserem Alltag andauernd, umso mehr sehen wir uns, glaube ich, alle gemeinsam auch nach Normalität. Aber eins ist und bleibt wahr, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und die Bundeskanzlerin wird sich ja an diesem Mittwoch mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten darüber beraten, wie jetzt in der Pandemie weiter verfahren werden soll. Ich denke, das kann man, glaube ich, auch schon jetzt sagen, dass es weitgehend Einigkeit darüber gibt, dass eben jetzt noch nicht die Zeit ist für leichtfertige Lockerungen, damit wir die mühsam errungenen Erfolge der vergangenen Wochen gegen dieses Virus nicht zunichte machen und damit dann in eine Situation kommen würden, wie wir sie in diesen Tagen in Portugal erleben. Ich glaube, das ist das, was wir alle miteinander verhindern wollen. Wir wissen, und das ist ja auch der Erkenntnisgewinn jetzt über den Lauf der Zeit, den wir schon hinter uns haben, dass der Schulbetrieb zum Infektionsgeschehen beiträgt, auch wenn Kinder und Jugendliche, Gott sei Dank, seltener schwer erkranken. Aber deswegen war es eben notwendig, um wirklich diesen Erfolg, den wir in diesen Tagen sehen, dass nämlich die Infektionszahlen sinken, deswegen war es notwendig, eben auch die Schulen zu schließen. Und jetzt blicken wir natürlich alle auf die neuen Mutationen, die auch in Deutschland bereits nachgewiesen wurden. Und ich denke, dass bei dem Treffen der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten das Thema Schulöffnungen sicher eben auch wieder eins der bestimmenden Themen der nächsten Runde sein wird. Ich will und kann dieser Entscheidung hier nicht vorgreifen. Bislang waren Vorsicht und Vorbeugung die entscheidenden Grundlagen für die getroffenen Entscheidungen. Das habe ich an dieser Stelle immer unterstützt und das halte ich auch nach wie vor für richtig. Wir müssen weiter vorsichtig sein. Und wenn in der gegenwärtigen Situation sich wieder für Schulöffnungen entschieden wird, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir sehr, sehr vorsichtig, dass wir Schritt für Schritt und immer auf wissenschaftlicher Basis dieses Thema angehen. Und daher ist es wichtig, dass wir für das Wie, also die Art und Weise, wie wir dann schrittweise die Schulen wieder öffnen, den Verantwortlichen für die Schulen vor Ort wissenschaftlich entwickelte, klare Handlungsempfehlungen an die Hand geben können. Und ich bin deshalb den zugeschalteten Expertinnen und Experten und den hinter Ihnen stehenden Fachinstitutionen und Fachgesellschaften sehr, sehr dankbar, dass Sie in den letzten Wochen und Monaten nämlich genau das erarbeitet haben, dass wir eine klare, wissenschaftlich fundierte Leitlinie zu den Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in den Schulen haben. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Ihnen in dieser Pressekonferenz Gelegenheit geben können, die Leitlinie vorzustellen. Auch Ihnen an dieser Stelle für Ihre Arbeit und auch für das heutige Mitwirken ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und ein herzliches Willkommen.
Und das will ich an dieser Stelle auch nochmal hinzufügen, ich bin froh, dass das BMBF mit unserer aktuellen Förderung des Netzwerks Universitätsmedizin genau an dieser Stelle auch einen Beitrag leisten konnte, um ihre Arbeit zu unterstützen. Wir wollen mit Ihrer Leitlinie genau die Unsicherheiten beseitigen, die aktuell bei vielen, die das zu entscheiden haben, wie geht es weiter, doch in den Augen stehen, dass die Unsicherheit, die da ist, dass wir hiermit ein klein wenig Abhilfe schaffen können. Denn häufig müssen die Verantwortlichen vor Ort sozusagen auch auf eigene Faust ein Stück weit entscheiden, welche Maßnahmen in ihrer Schule die richtigen sind, um Infektionen dann auch zu vermeiden. Und genau hier setzt ja Ihre Leitlinie an und gibt ganz konkrete Handlungsempfehlungen für alle wichtigen Bereiche. Wann sollte Unterricht in geteilten Klassen erfolgen? Welche Gruppen sollten als Kohorte gebildet werden, die sich dann untereinander nicht treffen? Was ist zum Tragen von Masken zu sagen? Wie sollte mit der schwierigen Frage auch von Verdachtsfällen umgegangen werden? Und wie ist das überhaupt mit richtigem Lüften und den Luftreinigern? Aber eben auch, was ist auf dem Schulweg zu beachten? Man sieht schon, wie komplex die Materie ist. Und all diese Punkte greifen Sie jetzt mit Ihrer Leitlinie auf. Und ich bin gespannt, was Sie uns dazu gleich im Einzelnen ausführen werden. Vielleicht auch nochmal ganz deutlich, um Missverständnissen an dieser Stelle vorzubeugen. Ich will das noch einmal ganz klar sagen. Die Leitlinie ist eben keine Entscheidungsgrundlage dafür, ob Schulen wieder geöffnet werden können. Das Thema Schulschließungen wird in der Leitlinie ausdrücklich nicht behandelt. Das ist eine Frage, die muss an anderer Stelle entschieden werden. Aber wenn wir uns dann dazu entscheiden, die Schulen wieder zu öffnen, dann gibt die Leitlinie Handlungsempfehlungen vor, wie wir den Schulbetrieb wieder öffnen können. Es gibt ganz konkrete Empfehlungen darüber, welche Maßnahmenpakete ergriffen werden sollten, um das Infektionsrisiko in den Schulen so gering wie möglich zu halten und damit eben auch für einen möglichst sicheren, geregelten und ich glaube, das ist auch gerade für Eltern und Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und Schüler wichtig, einen kontinuierlichen Schulbetrieb auch in Pandemiezeiten zu leisten. Besonders erwähnen möchte ich den interdisziplinären Ansatz, mit dem Sie Ihre Leitlinie auch entwickelt haben. Sie haben alle mit an Bord genommen und das ist ja nicht so einfach, das wissen wir auch aus den politischen Diskussionen. Aber in diesem Sinne, denke ich, kann man auch wissen, jetzt weiß man auch, warum wir so viele zugeschaltet haben, dass wir 7 Gäste heute haben, ist ja schon eine große Zahl, weil sie nämlich ganz stellvertretend für die Fachgesellschaften stehen, die sich an der Leitlinie beteiligt haben und die alle, und da sieht man eben auch die Facette, jeder aus seinem Blickwinkel mit dem eigenen Know-how zur Entstehung der Leitlinie beigetragen haben. Federführend waren 4 Fachgesellschaften, auch das will ich an dieser Stelle sagen, die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie, die Deutsche Gesellschaft für Public Health, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie. Und ich bin mir sicher, dass genau darin eben auch eine Herausforderung Ihrer Arbeit lag, denn am Ende mussten Sie ja eine gemeinsame Empfehlung erarbeiten und das ist wahrscheinlich nicht immer so einfach. Aber Sie haben eben nicht nur die relevanten Fachgesellschaften bei Ihrer Leitlinie unter einen Hut gebracht, sondern, und das finde ich persönlich wirklich sehr wichtig, weil das sorgt für große Akzeptanz, Sie haben auch die Erfahrungen und Kenntnisse von Vertretern der Lehrer, Eltern und Schülerschaft mit einbezogen. Und darüber dann hinaus noch sind Sie gegangen und haben auch den örtlichen Gesundheitsämtern oder auch die Erfahrungen des Robert-Koch-Instituts mit einbezogen. Also ich finde, Sie haben wirklich sehr umfassend alle mit drin und das, was wir heute als S3-Leitlinie zu hören bekommen, ich denke, da können wir ganz ruhig uns drauf zurückziehen und sagen, das ist etwas, womit wir gut arbeiten können. Einen weiteren Punkt möchte ich noch erwähnen. Sie haben ein ganz besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die wissenschaftlichen Publikationen, die Sie zur Basis Ihrer Leitlinie gemacht haben, einen hohen Evidenzansprüchen genügen. Und dafür haben Sie eben aus der Vielzahl der Publikationen zu Covid-19 Ihre Leitlinie letztendlich auf rund 40 wissenschaftlichen Studien aufbauen können. Und diese Evidenzbasierung ist aus meiner Sicht sehr wichtig, denn nur so kann eben eine Leitlinie, die auf
hier gestützte Maßnahmen wirklich dann mit Sicherheit in den Schulalltag wieder zurückbringen. Und das ist es doch, was wir uns alle miteinander so wünschen. Und noch etwas, die Pandemielage selbst ändert sich natürlich ständig. Jeden Tag kommen neue Erkenntnisse und auch neue Daten hinzu. Aber wir können eben nur davon profitieren, wenn diese Ergebnisse dann eben immer auch systematisch zusammengeführt, laufend aktualisiert und am Ende auch immer wieder kritisch überprüft werden. Und genau das ist das, was die hier heute bei uns anwesenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder leisten, da es sich bei der Arbeit, die wir heute vorstellen wollen, um eine lebende Leitlinie handelt, die immer wieder aktuellsten Erkenntnissen angepasst wird. Wir wünschen uns, so viel denke ich, kann man zum Schluss sagen, alle miteinander eine Rückkehr zur Normalität und das natürlich möglichst schnell. Und die Öffnung von Schulen und Kitas, das merkt man ja in den Diskussionen in diesen Tagen, hat dabei eine sehr, sehr hohe Priorität. Doch auch wenn wir vorsichtig beginnen, über erste Öffnungen nachzudenken, werden natürlich alle am System Schule Beteiligten weiterhin viel Disziplin aufbringen müssen. Und das basiert dann immer in ein paar ganz banalen Dingen, nämlich Abstand halten, Masken tragen und Mobilität und Kontakte einschränken. Was sich so einfach anhört, ist aber dann doch im Alltag eine hohe, hohe Disziplin. Und das werden Sie uns ja, denke ich, gleich auch noch weiter ausführen. Ich möchte an dieser Stelle schon mal betonen, wenn Schulen geöffnet werden, dann sollten die Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung insgesamt sehr, sehr konsequent ausfallen, viel konsequenter noch als in der Vergangenheit. Denn je konsequenter wir die Maßnahmen umsetzen können, umso mehr Schule wird am Ende möglich sein. Und das ist doch genau das, was in diesen Tagen uns allen ein Stück weiterhilft. Und weil Schule eben so viel mehr ist als nur Vermittlung von Wissen, kann man die Rückkehr zu einem normalen Unterrichtsgeschehen, glaube ich, auch eher mit einem ganz, ganz langen Schulweg vergleichen. Wichtig ist, dass dieser Schulweg sicher ist und dass alle Beteiligten dann in die gleiche Richtung gehen. Nur so werden wir unser Ziel erreichen. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, gemeinsam werden wir diese Herausforderung am besten meistern. Ich wünsche mir, dass diese Handlungsempfehlungen, die ich mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Ihnen hier heute vorstellen darf, eine hilfreiche Grundlage, vor allem auch für die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulverantwortlichen vor Ort darstellen werden, um entsprechende Konzepte auch in ihrem Umfeld umsetzen zu können. Ich denke, viele haben auf solche Handlungsempfehlungen gewartet, ohne dass sie, und das möchte ich auch der Vollständigkeit halber hinzufügen, vermutlich alle Fragen beantworten kann. Und auch wenn dieses Projekt mit Mitteln aus dem Universitätsnetzwerk gefördert worden ist, bin ich mir sehr bewusst, dass das Ergebnis nur möglich war, weil sich viele andere mit hohem Engagement für dieses Thema engagiert haben, sich beteiligt haben und auch weitere Aufgaben übernommen haben. Auch denen an dieser Stelle für das außerordentliche Engagement ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt will ich nicht weiter etwas sagen, sondern Sie. Ich gebe das Wort an Sie. Ich bin gespannt, was Sie uns vorzustellen haben. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Frau Nothacker wird nun noch etwas zu dem Prozess sagen, bevor wir dann Schritt für Schritt in die Inhalte kommen. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank, Nothacker von der AWMF. Sie haben schon das Wesentliche gesagt, Frau Karliczek. Ich will noch mal auf die Verortung des Projekts kurz eingehen. Die Förderung des Netzwerks Universitätsmedizin betrifft hier ja nicht nur diese Leitlinie, sondern allgemein ein Projekt, das COSYS heißt, Covid-19 Evidenz-Ökosystem mit verschiedenen Themen. Und die AWMF ist hier Kooperationspartner und ich denke, das ist eine Win-Win-Situation gewesen. Dass wir die S3-Leitlinie erstellen konnten, ist sicher auch dem zu verdanken, dass Fachgesellschaften seit Jahren diesen etablierten, qualitätsgesicherten Prozess der S3-Leitlinienerstellung beschreiten und hier auch in diesem Fall. Das heißt eben, Suchen und Bewerten der bestverfügbaren Studienevidenz und die ist nicht immer so gut, wie wir sie uns wünschen. Und dann
Verabschiedung darauf aufbauend von Empfehlungen mit einer repräsentativen Gruppe. Und Frau Karlische, Sie haben schon diese alle erwähnt. Das sind nicht nur Fachgesellschaften, sondern immer auch die Betroffenen, in diesem Fall Eltern, Schüler natürlich als erstes, Lehrer und andere. Und was ist das Besondere jetzt an diesem Prozess gewesen? Das ist bestimmt auf der einen Seite die Anwendung, zusätzliche Anwendung eines kriteriengestützten Rahmenkonzepts der WHO. Darauf wird gegebenenfalls Frau Rehfuß nochmal eingehen. Und auf der anderen Seite tatsächlich aber die Schnelligkeit dieser lebenden Leitlinie. Sie wurde im AWMF-Leitlinienregister Ende November angemeldet und bis Ende Januar hatten wir schon die Auftaktveranstaltung und zwei Konsensuskonferenzen hinter uns mit doch immerhin 31 Organisationen, die da teilgenommen haben, und die Kurzfassung ist jetzt erstellt. In der Tat soll es eine lebende Leitlinie sein, das heißt, in den nächsten Monaten ist eine weitere Fassung zu erwarten. Und auch von meiner Seite aus möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten. Ohne das wäre die Leitlinie so nicht möglich gewesen. Ja, herzlichen Dank. Dann gehen wir weiter zu Frau Professorin Rehfuß und ihr Thema nochmal der Prozess selbst, die Koordinierung der verschiedenen Beteiligten und zur Frage der Kohortenbildung. Wollen Sie uns vielleicht einiges berichten? Ja, herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren, anknüpfend an den Prozess, den uns Monika Lothacker ja gerade bereits vorgestellt hat, wollte ich Ihnen noch mal kurz die Ziele und Inhalte dieser Leitlinie erläutern. Das Ziel der Leitlinie war es, wissenschaftlich fundierte und konsentierte Handlungsempfehlungen zur Verfügung zu stellen. Die Adressaten sind dabei unterschiedliche Vertreter im Bildungs- und Gesundheitsbereich. Und zwar all diejenigen, die sich tagtäglich mit Schule befassen. Also Ministerien und Behörden, Schulleiterinnen, Lehrerinnen und Lehrer, weitere Beschäftigte im Schulbereich und natürlich die Schüler und Schülerinnen selbst sowie ihre Eltern und Betreuende. Und das, was uns angetrieben hat, oder der grundsätzliche Ansatz der Leitlinie war, einen möglichst sicheren, geregelten und kontinuierlichen Schulbetrieb in Pandemiezeiten zu ermöglichen. Konkret empfiehlt die Leitlinie ein relativ umfassendes, wenn auch nicht ganz komplettes Maßnahmenpaket für die Prävention und Kontrolle von SARS-CoV-2-Übertragungen in Schulen. Ausgangspunkt dabei ist ein Standardmaßnahmenpaket, das sich an den AH+L-Regeln, die ja auch in der allgemeinen Bevölkerung gelten, orientiert, das aber auch darüber hinausgeht. Ganz wichtig, diese Maßnahmen wirken nun im Paket. Wir können jetzt nicht einzelne heraussuchen, sondern wir müssen sie aufeinander abgestimmt umsetzen. Und ebenso wichtig, die Ausgestaltung der Maßnahmen ist abhängig vom Infektionsgeschehen und sie muss auf regionaler und lokaler Ebene erfolgen. Und dort müssen gegebenenfalls auch Anpassungen vorgenommen werden an die lokalen Gegebenheiten. Wir haben insgesamt mit neun Themenfeldern befasst. Die hatten Sie, Frau Ministerin, gerade schon kurz angeschnitten. Einige davon werden wir Ihnen heute näher vorstellen. Ein ganz wichtiges Themenfeld haben wir ausgeklammert, und zwar das Thema Testen und Teststrategien. Das liegt daran, dass im Netzwerk der Universitätsmedizin ein weiteres Projekt, nämlich das BFAST-Projekt, sich genau mit diesem Thema befasst. Und wir wollten hier Doppelungen meiden und haben uns dann eben in der Leitliniengruppe auf andere Fragestellungen konzentriert. In einer Version 2 der Leitlinie, die wir hier anstreben, damit wir auf dieses Thema enthalten können. Wie kam es jetzt zu den Empfehlungen? Da möchte ich drei wichtige Bausteine nochmal betonen. Der erste Baustein ist die Evidenz. Wir haben systematisch gewichtet, was es an wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Wirksamkeit von Schulmaßnahmen überhaupt international verfügbar gibt. Das ist im Rahmen des Covid-19-Evidenz-Ökosystem-Projekts im Netzwerk der Universitätsmedizin entstanden. Der zweite wichtige Baustein war, dass wir den Schaden und Nutzen, oder umgekehrt den Nutzen und Schaden, jeder einzelnen Maßnahme sorgfältig gegeneinander abgewogen haben. Und zwar nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern aus gesamtgesellschaftlicher Sicht. Da
sind zum Beispiel auch eingeflossen, wie sich jetzt einzelne Maßnahmen auf Bildungschancen und Bildungserfolge auswirken könnten, wie sie sich auf die Erwerbstätigkeit von Eltern auswirken, gegebenenfalls auch, wie Grundrechte eingeschränkt werden und ob das nach unserer Einschätzung, nach Einschätzung der Leitliniengruppe, verhältnismäßig ist. Und der dritte wichtige Baustein, der bereits genannt wurde, ist, dass wir uns um Konsens bemüht haben, um den Konsens einer sehr breit aufgestellten Gruppe. Hier waren zwei Schritte wichtig. Zum einen haben die direkt am Leitlinien Beteiligten darüber abgestimmt, ob eine einzelne Handlungsempfehlung zustimmungsfähig war oder nicht. Und hier war unsere Mindestlatte mehr als 75% Zustimmung. Also alle Handlungsempfehlungen, die wir nun in der Leitlinie abgebildet sehen, wurden von mehr als 75% der direkt am Leitlinienprozess Beteiligten positiv abgestimmt. Aber ein zweiter Schritt ist ebenso wichtig. Im Nachgang haben die Vorstände aller beteiligten Organisationen und Verbände der Kurzfassung der Leitlinie insgesamt zugestimmt. Und das zeigt Ihnen, dass hier jetzt nicht einzelne Expertinnen und Experten vertreten waren im Leitlinienprozess, sondern dass wirklich eine große Gruppe hinter diesen Expertinnen und Experten, hinter diesen Disziplinen und Perspektiven steht. Zusammengefasst beruhen die Handlungsempfehlungen in der Leitlinie also auf Evidenz, auf dieser systematischen Abwägung von Nutzen und Schaden und auf dem Konsens einer Vielzahl von beteiligten Organisationen. Das ist die Stärke der Leitlinie. Jetzt wollte ich Ihnen noch kurz die Handlungsempfehlung in einem unserer Themenfelder vorstellen. Und zwar geht es da um die Reduktion der Zahl der Schülerinnen und Schüler in Präsenz und um die Kohortierung. Auch natürlich in Ansätzen, die Präsenzunterricht und Distanzunterricht mischen. Die generelle Idee dahinter ist, dass wir, wenn wir soziale Kontakte in Schulen einschränken, damit das Übertragungsrisiko verringern und damit dann auch weniger Fälle in Schulen selbst, aber auch in der Allgemeinbevölkerung haben. In unserer ersten Empfehlung sprechen wir uns generell dafür aus, soziale Kontakte in Schulen zu reduzieren. Die Empfehlung lautet konkret, eine Reduktion der Schülerinnenzahl im Präsenzunterricht und oder eine Kohortierung soll in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen in der Allgemeinbevölkerung umgesetzt werden. Es handelt sich hierbei um eine evidenzbasierte Empfehlung. Wir haben dafür 26 Studien gesichtet und ausgewertet. Größtenteils handelt es sich dabei um Modellierungsstudien. In unserer zweiten Empfehlung befassen wir uns mit unterschiedlichen Strategien, um weniger soziale Kontakte in Schulen zu erreichen. Und zwar konkret mit drei Strategien. Zum einen mit der Kohortierung von Klassen und Jahrgängen. Da geht es also darum, dass soziale Kontakte wirklich auf festgelegte Gruppen beschränkt werden, soweit es ihnen möglich ist. Die zweite Strategie ist ein Wechselunterricht mit der Halbierung von Klassen. Und die dritte Strategie ist eine gestaffelte Öffnung nach Jahrgängen. Das heißt, Grundschulen haben Präsenzunterricht, weiterführende Schulen haben Distanzunterricht. Dann handelt es sich jetzt um eine konsensbasierte Empfehlung und wir empfehlen, anhand eines Stufenschemas vorzugehen. Ganz konkret, bei mäßigem Infektionsgeschehen sollte eine Kohortierung erfolgen. Bei hohem Infektionsgeschehen soll zusätzlich zur Kohortierung eine gestaffelte Öffnung nach Jahrgängen und oder eine Halbierung der Klassen erfolgen. Auch bei sehr hohem Infektionsgeschehen sollen alle Maßnahmen umgesetzt werden. Gehe ich noch kurz auf unsere dritte Empfehlung in diesem Themenfeld ein, die unterscheidet jetzt zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen. Hier empfehlen wir, die Umsetzung sollte in Abhängigkeit vom Alter der Schülerinnen und Schüler erfolgen, prioritär an weiterführenden Schulen, dann auch an Grundschulen. Umgekehrt heißt es, dass in Grundschulen, solange wie möglich, Regelunterricht stattfinden sollte, wenn das eben möglich ist. Auch hier handelt es sich um eine konsensbasierte Empfehlung, die vor allem darauf beruht, dass Distanzunterricht für ältere Schüler und Schülerinnen leichter umsetzbar ist als für jüngere. Und damit hoffe ich, dass ich Ihnen einen ganz guten Überblick über die Ziele und Inhalte der Leitlinie geben konnte und nun auch über diese drei konkreten Handlungsempfehlungen im Bereich Mischung, Distanz, Präsenzunterricht
reduzierende soziale Kontakte in Schulen. Und damit würde ich gerne überleiten zu meiner Kollegin, zu meinen Kolleginnen, die uns jetzt weitere Handlungsempfehlungen vorstellen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Professorin Grill. Wie geht es mit dem Maskentragen? Ist das sinnvoll? Sinnvoll auf alle Fälle. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Karliczek, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf kurz über die Ergebnisse zum Handlungsfeld Tragen von Masken bei Schülerinnen, Lehrerinnen und weiteren Schulpersonal berichten. Auf das Mandat der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie hin waren von unserer Seite aus bei der Erarbeitung folgende Personen aktiv beteiligt. Frau Dr. Berit Lange aus Braunschweig, Herr Prof. Dr. Dietrich Rudenbacher aus Ulm und Herr Prof. Dr. Hajozib aus Bremen und ich persönlich. Und ich danke der Kolleginnen und den Kollegen sehr für ihr Engagement. Da wir von Masken sprechen, zunächst mal ganz kurz nochmal die Definition, obwohl wir es alle eigentlich im Kopf haben. Der Oberbegriff Maske beinhaltet zum einen die Alltagsmaske, also eine textile Barriere aus einlagigem, mehrlagigem Stoff. Sie fängt ausgeatmete Tröpfchen auf, aber keine Aerosole und hat nur eine geringe Schutzwirkung. Dann den medizinischen Mund-Nasen-Schutz, auch OP-Maske oder chirurgischen Maske genannt, ein Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung mit einem bedingten Schutz der Trägerinnen. Und schließlich die FFP2-Maske, auch genannt N95, KN95-Maske, eine Halbmaske, die Partikel filtert mit CE-Kennzeichnung und die heißt deswegen so, weil sie mindestens 94% der Partikel filtern sollte. Damit sind Träger und Umfeld geschützt. Und wir behandeln hier nicht Masken mit Ausatmenventil, denn diese sind in der Pandemie ungeeignet. Die Zusammenfassung, kurz unsere Ergebnisse, wir haben den zu erwartenden Nutzen und Schaden, wie schon gesagt, von Masken in der Schule gegeneinander abgewogen und aus Literatursicht und aus Expertensicht überwiegt der Nutzen. Im Bündel mit anderen Maßnahmen verringern Masken das Übertragungsrisiko von SARS-CoV-2 in der Schule und dabei ist aber zu bedenken, dass Einwegmasken ressourcenaufwendig sind und dadurch eben auch soziale Ungleichheit verstärken können, falls sie nicht kostenfrei oder zu sehr geringem Preis angeboten werden. Insgesamt werden 4 Empfehlungen ausgesprochen, davon sind 2 evidenzbasiert, also bauen auf Ergebnisse von Studien und 2 sind basierend auf Expertinnenkonsens. Die erste Empfehlung ist, für Schülerinnen und Lehrerinnen und weiteres Schulpersonal soll das sachgerechte Tragen von Masken in Schulen umgesetzt werden. Das ist eine starke Empfehlung auf der Basis von Evidenz mit starkem Konsens aller Beteiligten, also mit 100% Zustimmung. Maskentragen in Schulen verringert als Teil eines Maßnahmenpaketes die Infektionshäufigkeit. Die zweite Empfehlung ist, ab einem hohen Infektionsgeschehen soll ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Einsatz kommen. Und hohes Infektionsgeschehen bezieht sich hier auf die entsprechende Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. Dies ist ebenfalls eine starke Empfehlung auf der Basis von Evidenz mit einer Zustimmung von 86%. Ganz wesentlich für diese Empfehlung ist aber auch, dass die Wirksamkeit vom medizinischen Mund-Nasen-Schutz höher ist als diesen Alltagsmasken. Auch wenn für diese beiden Empfehlungen die Evidenz nur aus Studien vorliegt, die in anderen Zusammenhängen, nicht im Schulkontext, durchgeführt wurden, es ist tatsächlich sicher, dass Maskentragen das Infektionsrisiko reduziert und deswegen sind aus unserer Sicht die Ergebnisse durchaus auf die Schule übertragbar. Die dritte Empfehlung, da geht es um die FFP2-Masken. Diese Empfehlung sagt, dass FFP2-Masken erwogen werden können bei Schülerinnen, Lehrerinnen und weiterem Schulpersonal mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe. Es ist gesichert, dass FFP2-Masken bei korrekter Anwendung eben wirksamer sind als medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder auch als Alltagsmasken. Aber wir haben aus Nutzen-Schaden-Erwägungen heraus darauf verzichtet, generell das Tragen von FFP2-Masken für alle Personen zu empfehlen. Aber trotzdem überwiegt der Nutzen von FFP2-Masken, besonders eben, wie gesagt, bei Personen mit erhöhtem Risiko. Die vierte Empfehlung, und das ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt, betrifft die Grundschüler. Denn bei mäßigem Infektionsgeschehen kann tatsächlich auch eine Ausnahme von der Maskenpflicht für Grundschüler erwogen werden. Und es ist wichtig,
Was man da eben in diesem Zusammenhang noch sagen muss, ist, dass Pausen vom Maske tragen ermöglicht werden sollten, im Freien. Und dabei sind auch immer die üblichen Hygieneregeln zu beachten. Aber wie gesagt, Grundschüler und Pausen vom Masken tragen. Und wie schon erwähnt, sind die Empfehlungen zu Masken immer Teil eines Hygienekonzeptes der Schule. Sie sind als Einzelmaßnahmen nicht ausreichend, aber wenn man sie stringent und sachgerecht einsetzt, sind Masken aus unserer Sicht ein wesentlicher Bestandteil zur Reduktion des Infektionsrisikos